Hallo Leute, da bin ich wieder. Ja, wie versprochen, starte ich hier. Ich bin heute mal um 8 Uhr, wie man sehen kann, auf Antamed gestartet und hoffe doch, dass ich jetzt hier mal einen schönen Wapiti ranrufen kann. So, mein Zelt steht noch da. Naja, bin ich ja mal gespannt. Wenn nicht, dann werden wir auf jeden Fall hier hinten zu die Wasserlöcher gehen, da wo auch der, wo die nächste Kanzel steht. Und ich denke mal, da haben wir wahrscheinlich auch wieder Glück, einen zu bekommen. Ah ja, ein Weibchen. Kommt von da oben. Na, ich werde auf jeden Fall mal callen. So, jetzt aber mal. Ja, ich wurde ja wieder mal ein paar Mal gefragt, was denn besser wäre, sich Lizenzen zu kaufen oder halt ein Monatsabo oder diese 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate. Ja, ich rate jeden eigentlich immer ein Abo zu kaufen, entweder ein 3-Monats-Abo, 6 Monate oder 12 Monate, obwohl ich immer wieder zu 12 Monaten tendiere. Die 12-Monats-Abo kostet ca. 34 Euro. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, oh Gott, so viel. Naja, mag sich erst im ersten Moment erstmal viel anhören, aber 34 Euro geteilt durch 12, das macht im Monat 2,80 Euro. Das sind ca. 3 Flaschen Cola. Wenn man 3 Flaschen Cola im Monat weniger trinkt, kann man sich die 2,80 Euro leisten und man hat ein Top-Spiel. Dann wurde ich gefragt, ob die Sachen denn verschwinden, wenn man die Monatsabos nicht verlängert. Nein, die Sachen verschwinden nicht, die behält man für immer. Es sei denn, die Geruchsreduzierer oder die Lockstoffflaschen, die werden leer, das ist ganz klar. Aber ansonsten Sachen, Caller oder hier so ein Dreibein oder Zelt oder sowas oder Waffen, es verschwindet nicht. Also da braucht er keine Angst haben. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, wenn jemand sagt, okay, 12 Monate sind mir zu viel, ich will 6 Monate, okay, dann bezahlt er halt 20 Euro. Kommt natürlich umgerechnet auf den Monat 3 Euro. Ja, also genauso wie mit 3 Monate. Wer sich 3 Monate sagt, okay, der bezahlt 12 Euro und bezahlt halt im Endeffekt 4 Euro. Das alles umgerechnet, ne? So, ja, also wie gesagt, deswegen sage ich immer wieder, ein 12-Monats-Abo, 34 Euro, sind im Monat 2,80 Euro, kann nicht schief gehen, passt und ihr könnt alle Tiere jagen. Ja, die Entscheidung liegt bei euch, ich kann es euch halt nur empfehlen. Ja, da sind schon wieder 3 Minuten vergangen. Ich würde sagen, ich packe hier mein ganzes Zeug ein und wandere weiter. Und ich hole euch dazu, wenn ich wieder ein Wapiti habe, ne? Oder Weißwedelhirsch. Bis gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder. Das geht schon wieder los, wie gestern. Erst ein Weißwedelhirsch. Da vorne ist er. Und ja, wie gestern. Erst der Weißwedelhirsch und dann hoffe ich ja, dass ich ein Wapiti wieder bekomme. Na komm her, mein Freund. Da ist er. Auch ein schönes Tier. Dann schauen wir mal, ob wir den Schuss auch wieder so gut setzen können wie gestern. Der Wurm ist da, okay. Das müssten noch 20 Meter sein. Oh, jetzt kommt er schön breit. Wieder nicht. Okay, dann schauen wir mal hinterher. Da oben. Na gut. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich habe nicht allzu schlecht getroffen.
Aber das werden wir gleich sehen. Körper, okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja gut, dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich den gefunden habe. Ich sag schon mal bis gleich. So, da bin ich wieder. So. Jetzt aber ein anderer Weißwedelhirsch, den musste ich jetzt gerade schnell erlegen. Junger Herz, okay. 119er Score. Der kam mir gerade im Weg gelaufen. So, jetzt will man meine Spur weiter verfolgen. Ich laufe so und laufe so, auf einmal steht er vor mir. Da kam ich gar nicht mehr dazu, die Aufnahme zu drücken. Also musste ich den schnell erlegen und dann ist da drüben mein Weißwedelhirsch. Ne, das ist ein Weibchen. Okay. Ja, ich bin mein immer noch auf der Spur. Da hinten haben wir Weißwedel. War Bitty-Weibchen. Aber die wollen wir ja nicht. Ich gehe mal davon aus, dass mein Weißwedelhirsch übers Wasser gemacht ist. Nicht übers Wasser, durch das Wasser. Aber okay, da vorne ist die Sache, wo wir da rüberkommen. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Aha, kann man da hinten. Da ist ja mein Weißwedelhirsch. Guck mal, das war aber Zufall jetzt. Da hinten liegt er. Okay, dann gehen wir mal da langsam hin. Und dann passt das. Na wunderbar. Das klappt ja. Okay, ich melde mich gleich wieder zurück. Bis gleich. Ja, da vorne liegt er. Hier, hier wimmelt das vor Bitty-Weibchen. Da unten steht eins rum. Ja. Und ja, wie gesagt, da hinten laufen noch eine ganze Menge rum. Aber immer noch kein Petit Bulle. Da kommt ein Weißwedelweibchen. Müssen wir uns mal langsam auf der Spur machen hier. Nicht aber die Tiere hier verjagen. Die bekommen einen nicht mit. Das ist der Wahnsinn. So, da haben wir einen. Ich bin da mal gespannt, was ich da getroffen hatte, dass der noch so weit gekommen ist. Der Jute. 113er, ohne viel größer wie der davor. Aber okay. Nicht so schlimm. Ach so, jetzt habe ich ja nicht geguckt, was ich getroffen habe. Aber sieht aus wie Schulterblatt oder sowas, ne? Okay. Genau, wollte schon sagen, warum verschwinden die Spuren jetzt nicht. So, jetzt haben wir alles bereinigt. Jetzt können wir auf Wapiti-Jagd gehen. So, wenn ich jetzt mit einem Wapiti-Rufer rufe, dann kommen ja wieder die Werber zurück. Und das wollen wir ja nicht. Also, laufen wir noch ein bisschen weiter. Wir sind ja schon fast da, wo wir hin wollen. Okay, ich melde mich, wenn ich denn da bin und schon vielleicht was auf dem Schirm haue. Also wenn ich auf dem Schirm auf jeden Fall. Bis gleich. Hallo Leute, da habe ich schon wieder einen Weißwedelhirsch. Ich könnte mal ein Video machen sollen über Weißwedelhirsche. Ja, okay. Ja, ich hätte die ersten drei Teile über Weißwedelhirsche machen sollen und nicht über Wapitis. Ich verstehe das nicht. Warum ich nicht so viel Glück habe mit die Wapitis. Was haben wir denn hier? Junge Herz, okay, der Junge kommt eh weit. Dann können wir den noch mitnehmen. Ja, müssen wir jetzt sowieso, den haben wir angeschossen. Davon abgesehen, was?
Ach, Weibchen, ich werde ja nochmal verrückt. Ja, wie ihr gesehen habt, Weibchen habe ich ja ohne Ende. Aber eben kein Wapiti-Bullen. Aber heute werde ich so lange jagen, bis ich einen habe. Jetzt habe ich schon drei Weißwedelhirsche. Ich werde verrückt. Vielleicht sollte ich mal ein paar Wapiti-Weibchen schießen. Wapiti ist ja Wapiti eigentlich, oder? das verstehe ich echt nicht. Aber ist ja nicht so wild. Gut, da vorne sollte eigentlich liegen gleich. Ja, macht er auch. Oder? Junge Herz, kommen sie ja meistens nicht so weit. Na, da liegt er ja schon. Wunderschön. Ich verstehe das echt nicht. Dass ich da nicht so ein großes Glück habe. Hm. 120er Score. Ah. Wegen meinen Kollegen mache ich die hin hier. Die war hier richtig schön zu sehen ist. So. Zack. Wunderbar. Ja, wie gesagt, alle drei Weißwedelhirsche mit dem Bogen erlegt. Das ist wieder mal sehr schön. Nicht immer nur mit der Knarre. Das fetzt ja nicht immer so. Es sei denn, bin denn so aufgeregt, dass ich dann doch sage, okay, den muss ich jetzt unbedingt haben, den muss ich jetzt mit der Waffe schießen. Aber ansonsten gehe ich jetzt auch wieder zurück zum Bogen. Ja, okay. Ich will euch hier nicht weiter langweilen. Ich werde mir auf die Spur machen und mir ein Wapiti suchen. Jetzt reicht's aber langsam. Bis gleich. Leute, guckt euch das an. Ich glaub's nicht. Der steht da direkt vor mir und frisst sein Gras. Haha. Das gibt's doch nicht. Wieder ein Weißwedelhirsch, ja? Es ist echt der Wahnsinn. Ich habe hier nicht mal ein Wapiti, aber ein Weißwedelhirsch. Ich glaub's nicht. So, mal gucken, was wir getroffen haben. Und dann... Junge Herz, okay, der Junge ist nicht weit gekommen. Da oben müsste er gleich liegen. Ich bin nämlich schon mal hier auf diesem Weg zu dieser Kanzel. Und ich habe bis jetzt immer noch kein Wapiti. Also, ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Ich weiß es nicht. Also ich finde es eigentlich nur ein bisschen lustig. Also mit die Rothirsche hat es ja nun wirklich wunderbar geklappt, aber Wapiti, geht gar nicht. Aber wie gesagt, ich gebe nicht auf. Ich werde noch meine Wapiti-Folgen hier voll bekommen. Und wie gesagt, wenn ich nur Weibchen schieße. So langsam zweifle ich hier ein bisschen. Woran das liegen könnte. Oh mein Junge, so weit kannst du gar nicht gekommen sein. Ah, da hinten liegt er. Okay, dann gehen wir gleich direkt dahin. Dann nehmen wir den auf. Naja, ich sage mal, ich werde hier diese Ecke noch von dem zu dem noch laufen. Denn ich weiß nicht, ob ich denn noch mal woanders probiere, ein Wapiti zu bekommen. Denn das ist ja Wahnsinn, dass man kein Wapiti bekommt hier. Kann irgendwo nicht ganz angehen. Das ist ja wie ausgestorben. Das ist ja Wahnsinn, ja. Oh ja, ein sehr schöner Schuss. Da steht ja da direkt 166er, das geht schon. Und das passt ja auch gleich. So.
Wunderbar. Okay. Denn, ja, da ruft schon wieder der Nächste. Ich sag ja, ich hätte eine Videofolge machen sollen von Weißwedelhirsch. Die wäre wahrscheinlich schon komplett abgedreht. Aber okay. Gut, ich bin wieder weg. Ich melde mich, wenn ich ein Wapiti habe. Ja, da haben wir schon wieder Weißwedelhirsch. Davon gibt es hier Sand, wie Sand am Meer. Und von der Seite kommt Wapiti-Weibchen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch schießen, wenn das mal hierher kommt. Tja, der Junge hat Glück. Naja. Schauen wir mal. Okay, ich melde mich zurück, wenn das Weibchen da ist. Bis gleich. Ja, da kommt schon das Weibchen. Natürlich meinen Bogen schon mal fertig machen. Schauen wir mal. Da ist noch ein Weibchen. So viele Weibchen, aber kein Wapiti-Bulle. Das ist nicht zu fassen, oder? Einfach nicht zu glauben. Das scheint aber eine seltene zu sein dann. Die ist ein bisschen dunkler wie die anderen. Naja, schauen wir mal. Hier vorne habe ich da was hingesprüht. Wapiti-Lockstoff. Schauen wir mal. Das ging aber schnell. Na gut, dann haben wir wenigstens zwei Weibchen bekommen. Gehen wir wieder runter. Drücken mal zum Abbauen. Spur aufnehmen und dann die Wapiti-Weibchen dort. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, die Jagd ist ja nicht ganz erfolgreich abgelaufen. Hab ja schöne junge Herz, ist auch nicht weit gekommen, sehr schön. So. Die hat natürlich keinen Score. Ist auch nichts Besonderes. Okay. Dann werden wir die noch suchen. Und dann haben wir es. Ich melde mich gleich zurück, wenn ich sie habe. Ne? Bis gleich. Ja, da habe ich es auch schnell gefunden. So. Dann werden wir es schnell noch aufnehmen. Und dann. Ja, kein Score ist klar. Uiuiui. So. Gut, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ist natürlich wieder ein bisschen länger geworden, wie eigentlich gewollt, aber das macht auch nichts. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ja, ich freue mich natürlich über Kommentare und Daumen nach oben. Und wer möchte, kann mir ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wapiti jagen Teil 3. Tschö mit Ö.